Mon Dieu! Mach mal auf hier. Wieder verklemmt. Wir hauen sie rein. Ja, Sheriff of Rhodes. Bringst du wie mal? Hör auf damit. Spann dich. Die Bälle sind noch so anzunehmen. Ja, Mann, trinkt zu viel. Das ist Frank. Ah. Da soll er sich ein wenig beruhigen, ne? Bauen Sie auch Wein an? Wein? Nein. Mit den Rotbacken. Mein Name ist Edward Roberts. Freut mich. Sheriff hier in Rhodes. Curtis Montiel. Und Jacques de Frochet da draußen. Ja. Ich habe heute noch viel Arbeit vor sich gesehen. Ja. Oder eine Herde gerade reinkam auch. Was war uns nichts? Das war ein Arzt. Kann ich wieder weitermachen. Wo ist denn der Doc jetzt hin? Was nehmen Sie denn so für Ihre Waren? Kommt drauf an, was? Was Sie brauchen, was Sie möchten. Setzen Sie sich doch mit Ihnen, setzen Sie sich ruhig. Und da war der Herr, der jetzt eben auf die Veranda kam und sich mit dem anderen Herrn gefühlt hat? Ich kenne ihn nicht, aber er scheint auch ein Sheriff zu sein, ne? Ja. Aber noch kennen wir uns nicht, man. Die werden ja auch den Tag hier rauf. Die ist ja hier aus dem Einer. Mann, ja. Da bin ich auch unruhig. Wissen Sie, wenn Gordis unruhig wird, dann werde ich auch immer unruhig. Ja. Hat auch was für sich. Wie geht es zur Union in dem Krieg? Was meinen Sie? Was ist denn das Richtige? Wenn Sie fallen, wer übernimmt dann Ihre Fahrt hier? Haben Sie Frauen und Kinder? Überlassen Sie das dem Sheriff nicht mehr. Wir wissen, was wir tun. Nun, ich muss mal gucken, was da drin mit dem Gefangenen los ist. Keine Ahnung. Und hier ist das langweilig, ein Sheriff zu sein, ne? Ja. Oh, mon Dieu. Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Abgeschlossen. Ich will wieder raus. Weiter. Was ist dein Plan? Und wurde es eben nach Saint-Denis? Noch dies? Ja, weil ich keinen Bock hatte auf das Gelaber hier. Ist das im Regen, ne? Man redet und redet und redet. Zum Glück bin ich ein ausgezeichneter Zuhörer. Ja. Und rede nie so viel. Gerade jetzt als Sheriff muss ich mich noch mehr zurück. Gerade in unserer Situation. Aber man kann schon viele Informationen abgreifen, das will ich dir sagen. Oh! Alles in Ordnung? Ach. Gut. Haben Sie das Pferd abgeknallt? Wonach sieht's denn aus?
Weswegen haben Sie das Pferd erschossen? Weswegen hat es mich getreten? Ich weiß es ja nicht, vielleicht sind das vielleicht gelaufen, ich weiß es ja nicht. Ich habe doch keinen Grund, in der Stadt herumzuschießen. Na klar ist das ein Grund. Wenn es mein Gaul ist, kann ich es auch erschießen. Ja, aber nicht in der Stadt. Ja, dann gehen Sie mir aus dem Licht. Verdammte Scheiße, ja. Dann verpissen Sie sich zurück und sagst auch nie. Ja, gut. Wenn Sie damit ein Problem haben. Ja, hab ich. Das lässt sich doch sicherlich anders regeln. Nee. Ja, wenn der Herr nicht so unfreundlich wäre. Curtis, Digga. Ja, ist geladen. Ich muss sagen, das Konzept des Servers echt geil finde. So ein Bürgerkrieg bringt richtig Feuer ins RP. Ja, genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Und meine Idee war jetzt, was ist denn, wenn wir, wie sagt man, so ein bisschen Zwietracht sehen. Also so ein bisschen Stress machen. Untereinander. Weil wir verpissen uns ja bald. Wir sind ja nicht Zugehörige der Südstaaten. Also wir sind ja total Union. Da haben wir ein echtes Problem mit. Wir müssen nur noch gucken, wie wir das anstellen. Wir wurden ja sozusagen genötigt, hier zu arbeiten von dem Marshall. Deswegen, das ist alles eine ganz angespannte Situation. Und Curtis, der dreht eh direkt hoch. Und dann kann er so Sachen direkt für sich nutzen. Einfach mal so ein Pferd wegrotzen, ne? Und ich dachte wirklich, es wäre meins. Ich habe das echt gedacht. Weil ich hab's ja da, genau da angebunden. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich knall's weg. Mir scheißegal. Weil Curtis ist nämlich so einer. Klar, die 4 Dollar wären jetzt scheiße gewesen, aber... Naja, das war in dem Fall mein Pferd, aber... es ist schon neu gespawnt. Ausrüstung abgreifen, dann abhauen, dann kennt man doch. Ja, genau.
Sachen passieren, aber ich kann es ja verstehen, wenn man die jemand das Pferd abknallt und die spielen das aus. Na klar. Aber das ist ja, das gehe ich ja ein. Und deswegen dreht der Curtis ja durch, weil er ja nicht versteht, was die meinen. Also es ist ihnen egal, sagen wir mal so. Aber voll geil auf jeden Fall gewesen, gerade die Situation. Ah, hallo Jacques. Ah. Kurdis, ich war jetzt gerade an dem Punkt dort. Ja. Also ich wollte den Mann gerade, der ist sehr, sehr wütend auf dich. Und ja, ich habe gedacht, das sehr in, ja? Ich hab gedacht, ich gebe ihm eine Kugel. Aber dann habe ich gedacht, wie wär's, wenn wir einfach, ja, wie sagt man, ein bisschen Stress in den eigenen Reihen machen, bevor wir uns verpissen. Hast du dir das auch gedacht, Moniel? Ja. Ein bisschen Zwietracht sehen, oder wie nennt weißt man du, das? Ich sag es mal so, ich war an dem Punkt, dass ich sagen wollte, ey, wir sind doch eine Einheit, wir müssen zusammenstehen, und der Sheriff sagte, dass wir, ne, der Marshal sagt, dass wir zusammenstehen müssen. Und dann habe ich vielleicht ist genau das, was wir gerade versuchen sollten zu verhindern. Ja, absolut. Wir versuchen einen Keil zu treiben zwischen Saint-Denis und Rotz. Und das war sehr gut im Endeffekt, ne? Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, Monsieur, wenn Sie sich zum Feind machen. Hast du nicht gesagt? Das hast du nicht gesagt. Naja, ich sagte, wir stehen doch alle auf derselben Seite, deswegen passen Sie auf, wenn Sie sich zum Feind machen. Das hatte ich in Wahrheit gesagt, aber... Vielleicht reiten wir da gleich nochmal durch. Vielleicht kriegen wir in Saint-Denis ein paar Männer auf unsere Seite. Wir sind hier in einer Position, die... Aber wenn wir maßregelt werden, wir dürfen auch nicht zu viel aufsehen, in der Regel, ne? Ich würde sagen, für die Woche reicht das mit Aufsehen. Ich meine, da liegt ein verdammt großes, totes Pferd mitten auf der Straße jetzt. Das müssen die jetzt erstmal wegbekommen, da. Ja. Und ist mir scheißegal. Ich konnte mich nicht zurückhalten, Drecksviech. Und im Prinzip hatte ich ja recht. Und warum haben sie das Pferd geschossen? Ja, warum hat das mich getreten, ne? Wenn das Pferd mich tritt, kriegst du einen auf die Fresse, dummer Scheißgaul. Pferdesalami. Man hört mal strengs Gewitter auf! Komm, geh mal weg, Goliath. Lauf mal ein Stück. Mach dich nervös, hä? Was denn? Ja, bitte. Oh, Entschuldigung. Ah. Ich sehe mal den Pop. Hup. Und dann möchte ich gerne einmal irgendwie in Richtung Annesburg reiten. Ne? Mal bis zur Grenze, ja? Alleine. Alleine? Na, wir beide. Ach so. Alleine meine ich uns beide. Ja. Mon Dieu. Ja, was denn? Alles gut. Na schon. Aufregend. Das war doch schon allgemein. Ich überlege nur. Wie ist der Kerl? Robert? Frank. Mon Dieu, Frank ist noch in der Zelle. Scheiße. Oh. Naja, egal. Dann soll ihn Robert raushauen. Ja, wir haben ihn ja nicht raus reingemacht. Ja, genau. Na, wir haben die Tür aufgelassen, ne? No. Haben wir nicht? Die ist zugeschlossen. Rotz ist ja. Das ist der Robert jetzt.
Also ich habe ihm das auf jeden Fall gesagt und dann bin ich einfach weggeritten. Er sagte noch sowas, ich mache mir keine Feinde, der soll auf mich zukommen. Ich kann man schon die Fresse halten, bevor ich mir eine Kugel gebe, dem Bastard. Bin nur hier, um ein bisschen Kohle abzugreifen und dann sind wir weg. Dreckschladen. Wenn ich dir sagen. Ich höre diese ganze Zeit, diese Wichser, wie sie von der Gottesficke reden. Mhm. Einmal das und dann die Pisse von wegen, oh, die Konföderierten sind so toll. Oh, halt die Fresse, Alter, lutsch meinen scheiß Schwanz, du Wichser. Es ist wirklich schwer, das zu ertragen. Ja, es geht mir auf den Sack. Ist das ekelhaft. Irgendwann legen wir diese Mäntel ab, hein? Dann sagen wir den Bastarden alle, dass sie nicht so schlau sind. Es war ganz eigenartig. Erinnerst du dich noch, als wir aufgebrochen sind mit der Mademoiselle, die dir das Pferd verkauft hat? Schön. Und Monsieur Barker, also dem Colonel? Guck mal kurz, ob ein Arzt hier ist. Ich brauche Schmerzmittel, ich habe Schmerzen wie Sau. Hallo? Monsieur Abanassi wollte hier kommen, ne? Hm, ist ja klar, dass in dieser verfickten Stadt ja niemand arbeitet. Ja, dieses Gewitter macht mich wahnsinnig. Ja, es hört nicht auf. Kann es nicht aushalten. Weißt du, was wir als erstes machen, Jack? Wenn wir in der Union sind. Oh, ich darf nicht so laut reden. Weißt du, was wir als erstes machen, wenn wir in der Union sind? Und ich weiß, du magst das nicht, wenn ich Sachen bestimme, aber ich bestimme das jetzt einfach mal. Wir holen uns unsere alten Klamotten wieder und dann gehen wir erstmal richtig schön jagen. Oh, die guten alten Zeiten. Mon Dieu, weißt du noch, in den Wäldern. Berge? Ja, natürlich, die Berge. Oh, mon Dieu, das Gewitter. Ach, ist das ätzend hier. Das ist so eine versiffte Scheißstadt. Vielleicht hilft unser, es dir, unser Lied trifft es wirklich sehr gut hier. Industrie. Wer ist denn das? Wer kommt da? Guten Tag. So. So steht's. Na, alles fit? Oder wie sagt man? Im Schritt soweit, ne? Ja, im Schritt. Alles fit. Keine Ahnung, wie man sagt. Städtchen, das hat doch was zu bedeuten, oder etwa nicht? Hey. Bedeutet, wir repräsentieren das Gesetz. Weißhut. Nein, den haben wir heute noch nicht gesehen. Ping noch einen Dollar von dem. Das ist Christoph. Waren Sie schon mal im Office? Ja, da wollen wir gerade hin. Da ist der. Ach, da waren wir gerade, da ist er nicht. Flu. Aber vielleicht ist er jetzt da mittlerweile, Sie können mal nachschauen. Sie wollen nur einen Dollar von ihm, ist er. Ja, genau. Aber wie ist Ihr Name? Mein Name? Daco. Daco? Dark Hall, verflucht. Ach, Dark. Dark. Ja, ja, Dark Hall. Ja, genau. Ah, schön. Ja, schön. Ja, wegen so, was. Ja? Wegen was schuldet ihr ihn denn den Dollar? Ich hab gestern Aufträge ausgeführt. Auftrag? Ja, genau. Ist natürlich sehr unehrenhaft, wenn er ihn dann noch den Dollar schuldet, ne? Ich hatte nicht genug dabei. Hat er gesagt. Na gut. Ja, dann viel Erfolg damit noch. Hm? Ja, vielen Dank. Wen kennen wir? Einen Onkel Jerry. Nie gehört. Jerry. Da dämmert nichts. Dann haben Sie noch einen sicheren Abend, Mrs. Hm? Ja, genau. Onkel. Nichts? Was ist das für ein Onkel überhaupt? Es gibt ja auch mehrere Onkels. Ja, genau. Eigenartig, ne? Sehr merkwürdig. Mysteriös könnte man meinen. Sehr merkwürdig, dass Sie einfach so danach fragen und dann nichts mehr sagen. Sir. Ja, das ist auch merkwürdig. Woher kommt Ihnen der Name entgegen? Ist Ihnen der zugeflogen und dann fragen Sie uns und dann ist Sagen wir Ihnen in einer öffentlichen
nicht öffentlich. In einer Sache des Gesetzes, ne? Wenn Sie ein bisschen Kleingeld für uns haben, habe ich Informationen für Sie. Ist das so, Monsieur? Ja, vielleicht. Ich kann ja einen auf die Schnauze schauen und dann sagen Sie was. Meinen Sie, wir sind bestechlich oder was? Na, ich wollte eigentlich nur nach Kleingeld fragen. Ich habe sowieso keine Informationen. Aber na, das ist doch schön. Gut, schönen Tag noch. Komm, Jack. Keine Zeit. Ey, Curtis ist schon hart on fire, Alter. Ich hab schon gedacht, ich hau den Weg schon auf die Fresse. Was ist los? Den Pennies gegeben. Denn Ernst? Ich weiß auch nicht, Mann, der wirkt armselig. Dann bist wohl, Jacques, dann bist wohl du ab jetzt der gute Cop. Ich glaube auch. Ich kann nicht der Böse sein. Gut. Guten Tag, hallo. Ah, guten Tag, Gentlemen. Ah. Vielleicht können Sie sich Sheriff Montiel mal ansehen. Er wurde gerade vom Werk getreten. Ja, sicher, sofort. Miss Salem, die beiden Gentlemen, was Sie trinken wollen, ich bezahle es. Ja, ein Whisky oder was Sie wollen, ja. Ein Getränk. Oh, vielen Dank. Was möchten Sie denn trinken, Gentlemen? Ach, dann wäre Whisky nicht schlecht. Zweimal in dem Fall. Ich war schon, häng mal den Hub dahin. Hallo, Mademoiselle. Und hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, ist gut. Ich muss nur mal kurz den Schlüssel hauen. Ich bin sofort wieder da. Na klar, nur mit der Ruhe. Scheiße, meine Schulter. Wo hat das Pferd Sie getroffen? An der Schulter. An der rechten. Kommen Sie, wir gehen kurz nach hinten hier. Ja. Braucht mir irgendein Schmerzmittel, das zieht die Sau. Also, gebrochen hat's nichts. Ich krieg einen Arm hoch und so, aber. Ja, man kennt's ja. Ja, setzen Sie sich mal hier in den Stuhl hinter sich, hinter mir. Hier, meine ich. Ach so. Aber ich kann Ihnen sagen, dem Pferd geht's jetzt schlechter. Dem geht's schlechter? Ja. Wieso? Weil's tot ist. Warum das denn? Es ist danach bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Oh je, das tut mir leid. Ziehen Sie mal die betroffene Stelle aus, meine ich. Also die Stelle oder die Kleidung, die da drüber liegt? Na gut. Ich meine, die Kleidung, die darüber liegt. Ja, ich mache nur Spaß. So. Ich gehe nur kurz was holen. Ja. Jacques, komm mal her, ich bin oben ohne. Das lasse ich mir nicht entgehen. Howdy, mein Partner. Gefällt mir die. Auch mit dem Halstuch, da kannst doch, du mich direkt knebeln, ne? Ja, ich habe nicht überlust dich einmal hier. Oh, Jacques de Français, bitte nicht. Oh, ich war so ungesogen. Oh, Achtung, wir müssen. Ich hoffe, der Arzt hat das nicht gehört. Arzt in Français. Es war die linke Schulter. Die rechte. Die rechte. Genau. Den Arm können Sie heben, haben Sie gesagt? Ja, den bekomme ich hoch. Gut. Also, nicht von einem, also. Ja, ich werde Ihnen etwas Salbe auf die Schulter. Super. Also ein Balsam, also allen Salben
Sollte das irgendwie morgen blau anlaufen und irgendwie noch mehr wehtun, so, sollten Sie bei mir vorbeikommen in der Praxis, ja? Okay. Gut. Einen Moment. Ich nehme an, Ihre Praxis ist das Gebäude hier gleich um die Ecke. Ja. Mit dem unheimlichen Stuhl in der Mitte des Raumes. Richtig. So, ich trage die Salbe auf. Ist etwas kühl, passen Sie auf. Ja. Ah, das geht schon. Das fühlt sich ja besser an als schlecht. Oh. Ah. So. Die wird gleich, ziehen Sie sich wieder an, die wird gleich kräftig warm werden. An der Stelle richtig warm, ja? Also so richtig, richtig. Ja. Okay. Ich mach mal nur das Hemd, alles andere drückt. Okay. Wie gesagt, wenn es morgen schlimmer ist, wenn es blau angelaufen ist, kommen Sie in die Praxis. Ja, vielen Dank, Sir. Gerne. Und lassen Sie sich jetzt mal einen Whisky auf meine Rechnung schmecken. Ja, danke. Schlag, ist alles in Ordnung? Wenn eine Frau traurig ist. Was machst du denn da? Ich versuche ein wenig die bedrückende Stille. Ah, mit ein wenig Bewegung. Miss Salem, was bin ich Ihnen schon? Aus der Welt zu winken, ne? Mit dem Tee zusammen sind das 1,20 dann. Oder Mademoiselle Salem wirkt sehr traurig. Haben Sie was zu essen auch? Ich glaube, wir haben noch Wild. Da würde ich gerne einen nehmen und einen Whisky, ja. Ja, da hätte ich gerne eine Pilzsuppe und einen Whisky auch. Oh, das nehmen wir auch. Genau, Pilzsuppe würde ich auch vertragen können. Vielleicht gleich 2 Portionen, ich habe einen Bärenhunger. Oh. Schack, das Wetter. Dann bekommt der Doktor sie. Ah, wunderschön. Na. Oh, Schack, ich habe einen Durst und einen Hunger. Ich fall gleich um. Wenn es nicht so versifft wäre, ne? Ja, ich habe ja gesagt, das Wetter, nicht die Stadt. Ich habe noch einen Sandwich. Gentlemen? Hm. Natürlich. Kommen Sie doch rein. Ja. Nach dir, Jacques. Nein, nach Ihnen. Na, nach Ihnen. Officer. Nein, ich. Nein, no, Sheriff, ich insistiere. Nein, no, ich bestehe darauf. Nein, bitte, ich bestehe darauf. Ich bestehe darauf. Nein, nein, nach Ihnen. Bitte, gehen Sie, bitte. Ich. Officer, bitte, gehen Sie bitte zuerst rein. Na gut, bitte. Dann gehe ich zuerst rein. Ja, dann gehen Sie zuerst rein. Diesem Argument kann ich nicht widerstehen. Super. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, aber ich kann dir nur mein letztes Brot anbieten. Oh. Möchtest, ja, ich würde gerne an dein Brot beißen. Ich würde dir geben. Ja. Du gerne okay. Und los. Brot beißen. Ja, auf jetzt. Nein, ich meine... Ach so. Ach so, ja, okay. Sandwich. Oh, mon Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Puffy-puff. War das... Oh, mon Dieu. Das ist super. Gracias, Jacques. Was heißt denn Dankeschön? Merci. Merci. Ah, ich vergesse das immer, wenn ich in deine wunderhübschen blauen Augen schaue, Jacques. Sind sie nicht wunderschön? Doch, habe ich doch gesagt. Ja. Und so schön schräg und... Bekräftigend. Bekräftigend. Und lustig. So, dann den Whisky, ja? Wem der Herren kann ich die Suppe geben? Ja. Ach so, nee, was? Die Suppe. Oh, Suppe. Oh, Suppe. Ich würde sterben. Da bin doch noch eine. Der Doktor braucht sie dringend. Ja. Können Sie dem Doktor geben? Genau, genau. Trauriges Fräulein. Darf ich das sagen, Fräulein? Was? Ja. Wieso traurig? Ja, das... Ach, krass. Ich möchte sie nicht sagen. Okay. Was möchte ich dir nicht sagen? Und hier, es gibt nichts. Es gibt wenig, was mich auf der Welt trauriger macht als eine traurige Dame. Ja. Oder jemand, der mit vollem Mund isst. Mann, das ist super.
Ach, die Schuppe ist einfach traumhaft, wirklich. Monsieur Oll nennt er sich. Duke Oll. Doug. Kam gerade aus dieser Richtung. Sagt mir nichts, nein. Also fragen Sie. Weil das meine Arbeit ist, mein Marcel. War der Louis da dabei? Ich hab dem anderen nicht gefragt, er hatte blonde Haare. Der mit dem Zylinder, meine ich. Ja, genau der. Ich glaube schon. Das ist Louis. Moment. Aber der mit den schwarzen Kleidung hatte doch den Zylinder. Hä, aber der andere hatte doch auch einen. Ja? Ja? Ich dachte, der hatte so eine Arbeitermütze. Ach so, so eine, schon ein Büff. So eine Büff. Ah, Büff nennt man sie. Hey. Absolut. Ja. Oh Mann, ja, ich weiß auch nicht, was das war. Naja, jedenfalls. Gott, sind die Emotes übertrieben. Und Marcel, sind Sie an Gedichten interessiert? Nein, nicht wirklich. Musik? Nein, auch ebenso wenig. Und es muss doch irgendwas geben, womit ich Ihnen den Tag versüßen kann, ne? Ich denke nicht, dass es in Ihrer Macht liegt. Sie kennen mich nicht, Mademoiselle, oder mon frère, meinen Bruder hier an meiner Seite. Ah, Jacques, wenn wir jetzt schon die Gitarre hätten, ha? Jacques Dies. Ja. Wir sind wer? Jacques Dies. Jacques Dies. Das ist unser Künstlername, Ma'am. Wir waren Künstler, bevor wir in diese Land kamen. Oh, am Hof eines großen, mächtigen Mannes waren wir. Haben Sie eine Gitarre hier? Glauben Sie mir, wenn Sie eine haben. Hinten neben dem Klavier könnte eine stehen, ist nur vielleicht ein bisschen verstimmt. Na, guck ich mal nach, ob die zu retten ist, ja? Oh je. Oh je, die ist ja komplett verstimmt. Oh je. Die ist komplett verstimmt. Ich glaube, da fehlt auch eine Seite und. Bringt nichts. Oh, ich glaube, nee, ich glaube nicht, dass die. Schack, ich brauche nicht die Gitarre. Ich halte das nicht mehr aus. Merk es. Ich guck, ob die. Weiß nicht. Sieht jetzt auch nicht so gut aus, oder? Dann spiel doch einfach mit der verschnittenen Gitarre, das wird reichen. Mit der was? Ich weiß nicht, ich frage sie mal. Ich hol sie rüber. Nee, warte kurz. Ich muss ganz kurz. Siehst man hier, wo sitzt du auf dem Besenstiel? No, du hast es. So. Moment. Du musst, ach so. Halt mich mal, sonst falle ich gleich um. Ich halte dich. Ja, danke. Okay, warte. Ich komme hier nicht drauf, ob das. Ich weiß nicht, ob die Leistung dann schon gut ist. Wenn wir es wirklich probieren, meinst du, ich kann mit der spielen? Spiel ruhig mit der verstimmten Gitarre. So? Also, wenn ich mich dann so hinstelle mit der Gitarre. Meinst du das? Ja. Meinst du, da kann man mich ernst nehmen? Willst du sie holen oder? Ich wollte sie ja. Aha. Nein. Er will das dann jetzt nicht echt durchziehen. Kommen Sie. Kommen Sie kurz hier nach hinten. Monsieur Abernathy kann auch kommen. Ja, er geht wohl. Ja, dass ich sie dringend bitte. Einmal kurz in den Nebenraum. Herr Mademoiselle? Ja, Jacques. Ich weiß nicht, ob das. Will ich die Gitarre nehmen? Das.
Das ist in Ordnung, du sitzt ja halb auf der... Ich sitze ja auf dem Klavier, das passt ja, oder? Natürlich. Ja, ja. Mademoiselle, bevor wir in dieses Land kamen, lassen Sie mich kurz eine Geschichte für Sie erzählen. Bevor wir in dieses Land kamen, waren wir Soldaten. Ist total verstimmt, ich muss erst kurz gucken, ob ich irgendwas hier hinbekomme mit dem Ding. Das bekommst du schon hin. Ja, ja, ich glaube auch. Aber nicht. Wir waren noch mehr. Einen sehr mächtigen Mann haben wir musiziert. Wir haben Lieder selber geschrieben. No? Wir sind Franzosen, Mademoiselle. Wie ist denn das von der Lautstärke her? Ganz ruhig ein bisschen leiser. Oh, mon Dieu. Aber ist eigentlich in Ordnung, kannst auch so bleiben. Okay. Bitte. Gut. Bitte, bitte. Ein bisschen. Aha. Nun, Mademoiselle, ich kann Ihnen sagen, im Krieg haben wir so einiges erlebt. Denk daran, schlimme die Dinge. Jahreszahl zu ändern, ne? Nee, ich hab das doch im... Na, sehr gut. Brauche ich nicht. Im Kopf. Nun... Und gerade in Zeiten wie diesen, gerade wenn Sie so drauf sind, wie Sie jetzt drauf sind, ne, dann möchten wir Ihnen gerne einen kleinen Tipp mitgeben. Ne? Eine Kleinigkeit. Denn wir waren oft in der Situation, dass sich das Glück nicht mehr greifen ließ, Mademoiselle. Glück ließ sich nicht mehr greifen und wir wussten nicht wie und wo und was es weitergehen soll, ob es überhaupt weitergehen soll. Ja, ja, ja. Gerade in den dunkelsten Momenten. Ja. Ich glaube, so jetzt klingt die gut, oder? Einen Moment. Okay. Und es war bei mir dieser Moment. In dem dunkelsten Moment. Aha. Konnte ich das Glück nicht mehr greifen. Ich wusste nicht wie und wo und wann. Und plötzlich, und das half mir, und vielleicht hilft es auch Ihnen, ich an Sie, eine Person, die mir sehr nahe stand. Mhm. Das begann in einem Jahr, das gar nicht so lang zurückliegt. Wir möchten Ihnen musikalisch etwas von diesem Jahr erzählen. Bortis, wenn du so weit bist, leg los. Ich weiß nicht, die Gitarre ist so scheiße. Egal. Auf dem Schlachtfeld im Jahr 1860. Mein Herz war schwach, aber ich sah dich. Dein Lächeln so sanft, es erleuchtete meine Seele. La Mademoiselle, du warst mein Stern und mein Licht. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Im Krieg und der Liebe warst du mein Licht. Meine Liebe zu dir wächst unaufhörlich. La Mademoiselle, vergessen werd ich nicht. Non, j'aime. Unter den Sternen der Nacht, da trafen wir uns. Deine Hand war in meiner und du gabst mir einen Kuss. Trotz des Schmerzes und der Einsamkeit. La Mademoiselle, meine Liebe und Glückseligkeit. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Im Krieg und der Liebe warst du mein Licht. Meine Liebe zu dir wächst unaufhörlich. Mademoiselle, vergessen kann ich nicht. Jetzt sind die Jahre vergangen, der Krieg ist vorbei. La guerre. Aber in meinem Herz sind wir zu zweit. La Mademoiselle, durch Raum und Zeit. Du bist meine Liebe. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Im Krieg und der Liebe warst du mein Licht. Meine Liebe zu dir wächst unabhängig.
Mademoiselle, vergessen kann ich nicht. Non, Mademoiselle. Non, j'ai mort. Gracias, mehr geht mit der Gitarre nicht. Von der Seite gerissen? Ja, das ist schon tragisch. Das war Seite. Schön. Ja, danke. Ach, schreckliche Gitarre. Oh no, Mademoiselle. Ich glaube, wir haben es nur schlimmer gemacht. Wir wollten sie doch nicht zum Weinen bringen, nun, Mademoiselle. Alles gut, ich Allergien, ich Ja, alles gut. Entschuldigen Sie mich kurz. Ja, alles gut. Oh, Jacques. Naja. Vielleicht doch, als ich meinen Freund erstach, wäre besser gewesen. Oder? Ja, oder vielleicht so sitze ich hier. Wir sind doch gerade im Krieg. Ja. Ja. Ihr klingt. Hm? Geht es der Mademoiselle gut? Oh je. Ich habe noch nie so schlecht gesungen, dass ich jemanden zum Weinen gebracht habe. Ja, ich auch noch nie. Ich glaube, daran liegt es nicht. Da liegt es wirklich nicht. Das war sehr gut gesungen. Gracias. Das meinte ich mit göttlich. Naja. Mon Dieu, der Regen, hein? Sehr nass. Hm? Bitte Sie nicht. Warum ist der eigentlich so nass? Saugt sich alles immer voll? Hab ich mich schon immer gefragt. Ich weiß auch nicht. Haben Sie eine Antwort, Monsieur? Sie sind doch ein studierter Mann, ne? Genau. Und warum fällt er überhaupt vom Himmel? Wie ist er da hingekommen? Das kann mich hier kaum noch nicht ran. Ich glaube, unsere Musik kommt wirklich nicht so gut an. Mann, ich glaube auch nicht. Nee. Oh je. Dann mag uns nicht mehr, ne? Das war's also mit Jacques Thies. Wenn wir hier nicht singen können, was haben wir denn noch? Können wir uns auch gleich die Kugel geben? Ja, das stimmt. Du zuerst. Ach, sie kommt wieder. Mademoiselle, entschuldigen Sie. Wir werden nie wieder singen. Es tut mir wirklich leid. Das war wirklich... Monsieur, das ist uns wirklich sehr unangenehm. Wir haben noch niemanden zum Weinen gebracht mit unserem Gesang, ne? Also schon, aber... Also, das wird nicht wieder vorkommen, Mademoiselle. Wir dachten, wir tun Ihnen damit einen Gefallen, ne? Alles... Na, no, Jacques, dies ist gestorben. Wir werden nie wieder singen. Alles gut. Einfach nur eine Allergie. Der Staub hier. Ach so. Der Vorbesitzer hat lange nicht mehr geputzt und, Ach so, na gut. Puh, da bin ich erleichtert. Einfach nur der Staub. Ja, sehr gut. Nichts anderes. Dann schönen Abend noch, ne? Dann müssen wir weiter noch arbeiten, ne? So schön. Ja, vielen Dank. Ja, was? Die Jacke und der Hut. Oh. Ach ja. Verzeihen Sie. Gehen wir hinter. Das ist eine Stoppallergie. Wir gehen hinten raus. War sehr ernüchternd. Ich hatte dieselbe Gedanken. Und das kenne ich anders. Die das Leute lag, explodieren. Das lag an der Gitarre, in der verstimmt bin. Ich sag doch. Mann, du hast recht. Die hat schrecklich geklungen. Es war meine Schuld, ich hätte dich nicht zwingen sollen. Ist egal. Oh, guck mal, ein Friedhof. Oder ist das eine Festung? Ein Chateau? Na, wir gucken mal. Ich glaube, ein Friedhof.
Da könnten sich illegale Personen rumtreiben, ne? Genau. Hallo? Hallo, Gott sei mit Ihnen in Ewigkeit, Omen. Ich glaube, das... Warte. Ich glaube, das sagt man so nicht. Nicht? Ich glaube, man sagt Omen. Omen, okay. Grüße, Gott sei mit Ihnen in Ewigkeit, Omen. Na, das klingt auch irgendwie nicht richtig. Na schau. Hier war ich das letzte Mal in der Kirche. Was war das denn? Was? Da war was. Warum ist da Blut? Entschuldigung. Komm raus, Toter! Naja. Naja, just. Da kann er nicht raus, er ist ja tot. Stimmt. Dieser klaren Feststellung kann man nicht widersprechen, mein Freier. Naja, jedenfalls, mit dafür mache ich mich irgendwie traurig. Mich nicht. No? Erinnern an irgendwie an den Tod, ne? Ne, mich tun sie beruhigen. Ja? Ja, genau aus dem Grund, den du nanntest. Zu wissen, dass die Scheiße irgendwann mal vorbei ist. Ah, verstehe. Aber bis dahin kann man ja noch leben, ne? Da sollen wir mal in den Norden reiten. Und ja, wir müssen überleben, bis wir sterben, ne? Ja, und wenn wir geboren werden, wissen wir eigentlich schon, dass wir irgendwann sterben. Also ist eigentlich eher alles egal, was wir machen, ne? Ja. Und dem Aspekt gesehen? Oh, ist das warm, hey. Oh. Guck mal. Wo wir beim Thema sind, ne? Ja, was denn? Oh. Gut, ich zuerst. No. Und wer erschießt denn mich? Na, du. Du bist aber viel ungläubiger. Du kannst dich selbst erschießen. Für dich ist das keine Sünde. Okay, bist du bereit? Warte, ich muss die Schlinge noch. Ja, du kannst. Ich mach das jetzt? Ja, mach das bitte. Also, dann leg ich jetzt los, hm? Oh? De? Achso, ich meine da ein Tor, hm? Ja? Ja. Oh? De? Guck dies, warte mal. Du, man muss doch eigentlich ein paar letzte Worte immer sagen, ne? Ja, okay. Ja. Was denn? Ich weiß nicht, sowas wie ich bereue alles und was ich bereue und nicht. Ach so, ich? Dass ich jetzt was sag? Ja, die letzten Worte halt, ne? Okay. Ich bereue es, Priest nicht im ersten Moment umgebracht zu haben, wo ich es konnte. Oh ja, das bereuen wir alle. Ich bereue. Dass ich Flora nicht direkt umgebracht habe, als ich es konnte. Mhm. Ich bereue, hey, das ist dieser Reine. Nimm mal die Schlinge ab. Dieser Typ. Ja, was denn? Ja, gut. Oder? Ist das ein anderer? Oh! Gut, dass die Schlinge ab war. Das ist ja total tief. Uiuiui. Ah, guck dies. Warum kriegst du denn hier so in den Dreck? Aber geguckt, was da unten ist. Achso. Sollen wir nochmal nach Norden reiten, oder? Bist du müde? Können wir machen. Müsst du genau schlafen? Müsst du genau ins Bett, und schlafen? Nee, ich bin irgendwie gerade ernüchtert. Ernüchtert?
Beginnt ja Musik? Ja. Oh ja, stimmt. Musik war immer dein Lebenssinn, ne? Einzige, was dir Freude geschenkt hat, ne? Anderen Menschen Freude zu schenken und Bestätigung dadurch zu erfahren. Dass du ihnen Freude schenkst, ne? Ja. Und ja, wenn du das nicht mehr hast, boah, mach mir nicht ausmalen, wie das ist, dann. Ist ja auch eine Leere, die vielleicht immer da war, aber auch von der Musik verdeckt wurde, die jetzt offen liegt, ne? Und nichts mehr da ist. Was dich schützt, ne? Von dem Einfluss dieser Leere, dieser gähnenden Schwärze, ne? Ja. Die allumfassend ist, ne? Und dich verschlingt. Immer zu, mon Dieu, da. Muss ja auch wirklich schlimm sein gerade. Was da. Ja. Mon Dieu, dafür würde ich mich auch erschießen wollen. Also wirklich, das ist ja wirklich schlimm. Wenn du dir das überlegst, dass die sich ausbreitet anscheinend jetzt, ne? Und alles in die einnimmt. Weil sie nichts mehr von dir übrig lässt. Gar nichts, meine ich, ne? Uiuiui. Ui, ui. Naja, da denkt man dann sicherlich, dass der Tod das Einzige ist. Ja, weißt du was? Es wär, also ich muss ehrlich sagen, ich wäre dir jetzt wirklich dankbar gewesen, wenn du den Hebel umgelegt hättest. Und der Cortis, da gibt es doch noch mehr. Was denn? Mich zum Beispiel, Jacques de Français. Jacques, schau doch mal. Schau doch mal, in was wir uns hier reingeritten haben. Schon wieder. Sagt, wir sind abgehauen, um ein besseres Leben zu führen. Was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir wieder hier, hängen mitten in der Scheiße und müssen dann nachher wieder abhauen. Und dann? Wo hauen wir ab? In die Union. Damit wir wieder richtig schön Krieg erleben können. Da habe ich ja Lust drauf. Ach. Kann das alles nicht mehr. Weißt du, was wir auch machen? Ja. Holen uns jetzt Pferde da vorne. Dann holen wir uns einen runter. Achso, nee, ja, ja, ja. Das machen wir später. Okay. Also alleine jeder für sich, ne? Ja. Aber vielleicht weine ich sogar wieder dabei, das ist immer schön. Naja, jedenfalls nehmen wir uns Pferde. Wir reiten in den Norden. Ja. Dort hinten, wo die Berge sind. Nur du und ich, Cortis. Ganz dahinter. Weh. Über die Grenze hinaus. Nach. Ja, wir reiten nicht nach Annesburg, aber daran vorbei. Ja? Da müssen doch auch Berge sein, ne? Aber Annesburg ist die Union. Scheiß auf die Union. Scheiß auf die Konföderation. Cortis, du brauchst das jetzt. Hm? Ja. Und uns zwei Pferde, Monsieur. Jacques? Sind dort. Was denn? Guten Abend an die Herren Sheriffs. Danke für das tolle RP heute. Ja, bitte sehr. Wer bist denn du? Nikit? Keine Ahnung, irgendjemand, ach, aber hier wohnen ja genug. Hier wohnen genug Leute in der Stadt. Müssen wir uns nicht um jeden scheren hier. Ja, sehr geil. Ja, ich danke dir auch, ne? War cool. War cool heute. Vielen, vielen Dank. Hat dir die Gesangseinlage noch gefallen, hoffentlich? Mit der verstimmten Gitarre. Ja, La Mademoiselle. Einer unserer erfolgreichsten Lieder, nicht wahr? Tolles Lied. Hier ist schon die Grenze, Jacques. Das hier ist schon die Grenze. Und in dieser Bar nah an der. Ein schöner Abgang, der Gesang war Hammer. Ach, danke. Vielen Dank. Heute, ich bin noch total erkältet, bin gar nicht in Höchstleistung. Aber vielen Dank. Könnten wir doch auch schlafen, ne? In so einem Lager. Im Dreck. Na, so wie damals. Weißt du, wie sehr? Sag doch nicht im Dreck so abwertend. Weißt du, wie sehr ich den Dreck vermisse? Weißt du, wie sehr ich den Dreck von meinem General Store vermisse? Wir holen uns den Dreck zurück. Mon Dieu, was ist denn hier passiert? Na, das ist die Grenze, Jacques. Hier gibt's Krieg.
Wollen wir die Hütte checken da hinten? Oh je. Du weißt, das ist Unionsgebiet, ne? Jack im Schlamm. Ein bisschen weiter links. Hallo? Aua! Wer ist das? Oh! Okay. Ich bin das. Okay, okay, weil du mich geschubst hast, Jock. Macht der Gewohnheit. Klar. Und gefällt's dir? Ja. Was denn? Ich koche dir ein wenig was zu essen, ne? Ja, bitte. Hier noch eine kleine Kakerlake oder so. Lecker. Merz! Im letzten Moment ist er weggeflogen. Scheiß Vögel. Achso, vielleicht sollten wir keine Aufsehen auf uns erregen, ne? Achso, stimmt, da war ja was. Na gut, dann, dann reiten wir weiter in den Norden. War ja der Krieg. Und was passiert? Ich dachte jetzt, das wäre ein Alligator. Nein! Mon Dieu! Ich hab da hinten an den See gesehen, also Wasser. Ach, locker, ich bin nicht mehr on. Komm mal mit. Ja! Nicht direkt durch den Sumpf. Ah, da hinten wird das alles fester. Oh, Mon Dieu! Du siehst aus wie das Morgenmonster. Es tut mir leid. So hat meine Mutter mich damals auch immer genannt. Morgenmonster? Ja. Schack, ich muss dir ehrlich was sagen. Eine Wildsau! Hinterher! Halt, du hast ein Lasso! Ja, warte, ich hol's mir mit der Lasso! Jiha! Schneller! Ich kann nicht! Oh! Oh. Scheiße, es tut mir leid! Schalt nicht die Treppe! Komm her mit deinem Messer! Du musst aufpassen beim Laufen! Ja! Aua! Oh! Scheiße! Weil die sind Schach! Ja, ich hab's ein paar Mal. Das wird unser Abendessen. Wo genau ich noch weiß, wie das geht. Das wird doch nicht. Oh. Na hier, warte. Hast du es verloren?
Oh. Deine Beute. Das ist die Haut, Jack. Fleisch hast du keins rausgeschnitten. Na, war alles, war nicht mehr gut. Hab ich zerschossen oder was? Die Kugel hat sich zersetzt und. Na toll. Mehr zu machen. Oder willst du eine Vergiftung? Nein, 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 dann lieber nichts essen. Lieber verhungern. Erwischt. Was war das überhaupt? Ich bin wahnsinnig großer. Ja. Hey, aber ich hab den dreifarbigen Reiher. Scheiß auf den Alligator. See you later. Wo ist mein Pferd jetzt hin? Ist noch nicht gewöhnt daran, dass rumgeballert wird. Mein. Ja. Da hat er ja auch schon einiges gewohnt, ja. Aber du könntest es auch mal zum Ausbilden bringen, nicht wahr? Der Schlachtruss. Aber alt. Ja, ja, total. Ich wollte ihm auch schon mal eine Araber haben. Ups. Achtung, Schiene. Ja. Achtung, Schiene. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt gucken. Dass wir. Oh! Dass wir. No! Ja, moin. Willkommen, du Lemoin. Den Lemoin. Das ist der Start von den scheiß Südis. Achso. Du sag mal, wenn man zu den Nordleuten Yankees sagt, was sagt man dann zu den Südleuten? Südis? Na, ich glaube Reps. Reps? Wir gehen Rebell. Weißt du, da war dieser, ich habe darüber gelesen, da war dieser Wal, ne? Da war dieser Mann. Der Blauwal, oder? No, eine demokratische Prozesswahl. Ich habe davon, ich halte davon nicht viel, ne? Aber. Nee. Ich bin ja für ein König. Nee. Da war dieser, ein König, der gute Partys macht. Demokratie. Wo würden wir da hinkommen, wenn jeder irgendwas zu melden hätte? Für den wir gar nicht mehr vorankommen. Nee, es muss einen geben, der sagt, worum es lang geht. Ja. Absolut. Wäre lang? Was ist eine Hütte? Die Berge. Ja? Wir können in die Hütte schauen. Ja. Oh, oder in das Haus. Ich muss mal aufs Klo. Okay. Mach schnell, nicht, dass du einpullerst. Ich glaube, ich brauche länger. Ja, ich gehe auch kurz. Nein! Oh Mann! Gut, ich bin auch mal ganz kurz weg. Moment. Ich hasse es hier. Scheiße. Gutis. Was denn? Was war das denn? Was? Dieses Geräusch. Na, hier sind Vögel. Oh, die Grenze verläuft aber nicht da, wo du gesagt hast. Was? No, die verläuft an dem Schild. Welcome to Lemoin. Ich hab mir gerade die Karte angesehen. Ah, oh, dann war das nur einfach nur eine Kampfstellung, nehme ich an, ne? Ja, wahrscheinlich. Was kommt da für Pferde? Achtung, Deckung! Folgen wir. Das ist ein Native, oder? Das sah wie ein Native aus. Dem folgen wir. Komm.
Aber nur mit einem Pferd. Ganz friedlich. Ach schon, dann mit beiden. Ha! Scheiße! Hallo! Hallo! Oh, howdy, wow. Oh, Mann. Sind wir gerade rumgeritten? Ich bin erschrocken. Verdammte Axt. Guten Tag. Oder gute Nacht. Oder. Ich wurde erschreckt, aber. Oder guten Morgen. Oder guten Abend. Oder guten Abend. Bonjour. Oder guten Mittag. Hm, wer weiß. Das ist ja interessant. Ja, wer weiß das schon. Scheiß die Wand an. Naja. Ich hätte nicht erwartet, jemanden hier zu sehen. In dieser Hochzeit. Nee, wir auch nicht. Achso, ich nicht. Sind Sie hier gerade lang galoppiert? Ich komme aus Richtung Landesberg. Ah, okay. Arbeiten Sie dort? Nein, nein, ich habe Wasserproben geholt. Wasserproben? Wasserproben? Ja, Wasserproben. Für was den? Proben Sie denn? Warum? Na, ich probe gar nichts. Sogar bei jemand, der etwas probt, vielleicht. Hat diese Person vielleicht weiße Haare? Ich habe keine Ahnung. Ich suche jemanden, der das kann. Vielleicht. Hm, wir kennen Nein, vielleicht. So. Ja, wir kennen jemanden, der das macht. Der schon mal eine Wasserprobe genommen hat. Okay. Deswegen frage ich. Ich sehe ja einen Zusammenhang zwischen Ihnen und der. Wie heißt die Frau? Curtis, Lupin. Mit ihr unter... Lupin. 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 Also Paul, Gesundheit. Ja, und davon. No, das ist dein Name. Ich weiß auch nicht, was so, das ist. Ach so, ja. Ach so, okay. Was ist meine Sprache? Ich weiß nicht, ob sie Französin ist, keine Ahnung. Okay. Naja, jedenfalls hat sie auch mal Wasserproben genommen. Ich weiß nicht, irgendwo... Also, wir haben sie das letzte Mal vor 3 Tagen gesehen. Da ist sie dann Richtung Valentine geritten. Ja. Na, wir haben keine Ahnung, aber wir werden sie auch nicht suchen können. Aber wenn Sie sie finden, wir haben gehört, sie ist in den Norden gegangen, ne? Ja. Oder sie hat davon geredet, dass sie dorthin geht, ne? Ja. Okay. Wenn Sie sie finden, Mademoiselle Lupin, dann wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen könnte. Irgendwie. Vielleicht über ein Telegramm oder ähnliches. Oder, ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass Telegramme in den Norden gehen. Von wo aus? Das ist nicht wichtig, Mademoiselle. Wichtig ist nur, dass wir die Dame vermissen. Dass wir ihr mal quasi das Leben gerettet haben. Okay, was soll ich hier ausrichten? Wir würden uns gerne wiedersehen. Wer sind Sie denn? Na, Curtis und Jacques, wir sind Jacques Thies, die Musiker, die Künstler, weltweit bekannt, kennen Sie uns nicht? Wie ist Ihr Name, Mademoiselle? Mein Name ist Dixon. Das aber ist nicht Ihr Vorname. Ja, das ist natürlich nicht mein Vorname. Und Sie sind aus dem Norden, ja? Ja, mal hier, mal da. Eigentlich interessiert mich diese ganze Scheiße mit dem Krieg überhaupt gar nicht. Hm. Aber wieso haben Sie jetzt diese Probe genommen? Haben Sie sich das Wasser in Ennisberg mal angeschaut? Wir waren da noch nie. Aber das Wasser in Santoni sieht auch nicht besser aus, wahrscheinlich. Nee. Ja, richtig. Dort habe ich auch eine Probe genommen. Weil Sie Wissenschaftler sind. Nein, weil ich mich dafür interessiere, was da für eine Scheiße drin ist und ob das noch trinkbar ist. Das Wasser. Na, also unabgekocht würde ich das nicht trinken, ne? Na, die Probe ist das Wasser, Jack. Ja, deswegen. Ach so, verstehe. Ja, genau. Mhm. Na, ich weiß noch nicht mal, ob das abgekocht überhaupt trinkbar ist. Also, das sind ja Regenbögen auf dem Wasser. Ja, das ist Öl. Sehen Sie. Bitte was? Wir sehen Sie. Ja. Wenn Sie das abgekocht trinken. Naja, also das Öl... Das könnte entflammt werden. Das könnte entflammt werden. Und deswegen suche ich jemanden, der mir diese Probe untersucht. Gut, aber ich meine, wenn da Öl im Wasser ist, dann braucht man da ja nicht viel Proben, oder? Also untersuchen. Ja, aber was ist da noch drin? Ja, aber warum? Also es ist doch... Also, wahrscheinlich. Auch vielleicht. Männerschweiß. Aber vielleicht auch Schwefel. Frauenschweiß. Wir wollen ja nicht nur eine... Wissen Sie was? Weiß ja auch. Naja, jedenfalls,
War schön, Sie kennengelernt zu haben, würde ich sagen. Ja, und Sie haben uns nie gesehen. Außer wenn Sie mich Mademoiselle Lupin trifft. Na, habe ich das verstanden. Na gut. Dann eine gute Reise, passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, würde ich sagen, ne? Meistens auch ein drittes Mal. Und oh. Dann gebe ich einen Whisky aus. So machen wir es. Und Sie bekommen ein Lied von uns, würde ich sagen, oder? Ja, das ist abgemacht. Guten Abend noch. Ebenso, adios. Freut mich, dass du das nochmal versuchen willst. Wir brauchen dafür auf jeden Fall eine Gitarre, bevor wir das Lied geben. Ich bringe sogar jemanden um, wenn ich dafür eine Gitarre bringe. Mon Dieu, scheiße, Jacques! Pass mal auf! Was? Au! Das war nur ein Schubser, jetzt reg dich nicht auf! Was soll denn das? Na, richtiger Schlag wäre so gewesen. Warte, guck so. Das war so ein Tritt. Aber der... Mon Dieu, Jacques, bitte. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Beruhig du dich doch erstmal. Beruhig du dich erstmal, Jacques. Okay, beruhigen wir uns. Okay, wir beruhigen. Wir nehmen jetzt auf 37 die Waffen runter. Lass uns einfach auf 3 machen. Okay. 1, 2, 3. Ah, gut, dass wir das geklärt haben. Ich weiß doch nicht, was. Zurück zu dem Haus. Zu welchem Haus? Wo wir gerade waren, oder nicht? Achso. Ich denke, das ist jetzt unser neues Lager. Oh! Oh! Goliath, komm! Weiter, Goliath! Was denn? Das passiert. Oh, oh, Jack! Alles gut! Bleib liegen! Oh Mann, ich weiß nicht! Ist alles gut? Warte, wir tauschen die Hüte und dann kann es weitergehen. So, jetzt können wir weitergehen. Das war also Miss Dixon, hm? Bin ich, was du meinst. Was? Oh nein, D'Artagnan geht das gar nicht gut. No, geht es nicht gut. Okay, wir machen jetzt hier Pause bei dem Haus. Wir gucken, ob die Tür offen ist. Alles in Ordnung? Oh, Goliath! Was ist denn passiert? Bist du gestolpert? Ja, das Pferd ist gestolpert. Hier oben. Dame. Ich? Nee, ich mach nur Spaß. Du sag mal. Wir könnten. Meinst du, das Wasser hier ist auch schlecht? Ich probier's mal. Jacques, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Meinst du nicht? Nee. Aber kommt doch aus dem Brunnen. Aha. Okay. So. No, ist in Ordnung. Was ist denn hier drin? Jacques? Ah. In Chantigny, hier? Da war ich noch nie. Da gibt es Immobilienmakler. Ich weiß nicht, ob wir uns in unserer aktuellen Situation mit sowas auseinandersetzen sollten. Verstehst du, was ich meine? Was meinst du denn? Naja, vielleicht müssen wir irgendwann schnell weg. Bitte was? Vielleicht müssen wir irgendwann schnell weg. Ach so, wir sollten jetzt kein Haus in Chantigny kaufen, meinst du? Dies denkst du, was ich denke? Was ist denn das für ein Leuchtturm da hinten? Nicht, auf der Karte könnte das ein Ort sein, der heißt Van Born oder so. Hm. Hab ich nicht mehr im Kopf. Aber vielleicht gibt's da eine Gitarre. Hm.
Oder wir reiten dahin, wo ich geplant habe, ihn zu reiten. Wo denn? Eine Überraschung. Eine Überraschung? Aha. Och nee. Och Mann. Komm, da geht wieder schon wieder. Was sagst du? Ja, ich weiß wieder schon wieder. Ja, wieder. Guck mal, ein großer Hirschbock. Ich sagte, das Gewitter kommt wieder. Ja. Wo ist der große Hirschbock? Und wir trotzdem weiter. Weiß nicht, Jack, ich hab Angst. Und jeder hat uns wieder reingeholt. Ja. Ja, ich mag es lieber, wenn es L ist. Wo reiten wir hier, Van Born? Ja. Was ist das denn da? Da oben, da ist das Fenster offen. Und je, wie du noch gewinnt. Au! Bei mir drückt es wieder. Schlag? Digga, war da oben gerade jemand? Ich glaube, ich spinne. Schau mal schnell, ich will hier weg. Langsam mutiert das hier zum Horrorspiel. Ohne Witz, ich habe langsam das Gefühl. Was war denn das Klingeln jetzt? Fuck. Was denn das? Hast du ausgeschlafen? Es ist schon hell. Oh nee.
Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Ich habe jetzt hier Stellung gehalten. Ich bin komplett am Arsch, aber hey, der Regen hat aufgehört. Wenigstens etwas. Opa. Ja. Oh Mann, das ist ja wirklich schlimm. Ja. Nach so einem harten Tag, ich habe uns sogar schon zum Frühstück ein schon Streifenhorn. Stinkt dir gerade. Fang. Nicht wahr? Ja, ich könnte etwas essen. Mhm. Geht's dir nicht so gut? Ich hab noch Whisky, also alles in Ordnung. Sollen wir zurück? Ja. Ist wohl besser, ne? Bevor wir hier noch irgendwie... Melde ich den Tag. Ja, ja. Bevor wir noch erkannt werden. Oh, ein Reh, ein Reh. Scheiße. Naja. Man konnte nicht alles haben, mit Adanio, der hat sich auch nicht erholt die Nacht. Ja, bei dem Sturm. War so wild. Ich habe alles verschlafen an dir. Und mal hingelegt und... Oh, es war schön, sich mal auszuruhen. Mal aus dem ganzen Stress raus, ne? Sag mir, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Alles gut. Frag mich wirklich, wer diese Frau war. Die Dixon. Ja. Die Proben. Ah, mon Dieu, vielleicht war ich zu unvorsichtig. Aber ich dachte, die Alchemistin, ne? Ja. Ich meine, wir wissen, sie ist im Norden, ne? Die anderen Gruppe der Reisegruppe sind alle im Norden. Nicht? Die haben auf jeden Fall gesagt, die gehen weiter ins Landesinnere. Ich versuche es mal zu kriegen, aber ich glaube nicht. Wenn ihr es nicht sieht. Ah, vergiss es lieber. Lassen wir das lieber. Bevor sich der Daniel noch verletzt. Ah, ist zu alt. Zu alt geworden, der Gute. So viel gesehen. Na, so ist das halt. Naja. Ich finde das ein bisschen komisch. Okay. Was los? Das ist wieder so Eis. Ja, auch Eis. Na ja, natürlich, ist stickig wie Sau hier. Steht die Luft. Mal die Jacke ausmachen.